Mein Morgen beginnt mit den wundervollen Klängen von Seeds Lied Aufstehen, das ich an dieser Stelle aus GEMA-Gründen leider nicht einblenden kann. Nach dem ersten Weckerklingeln folgt ein zweites, das mich erneut unsanft aus dem Schlaf reißt. Danach liege ich erstmal eine halbe Stunde im Bett herum, surfe auf Twitter oder vergnüge mich mit dem Spielen verschiedenster elektronischer Spielchen für mobile Endgeräte, während ich versuche zu erwachen. Dann zwinge ich mich, mein warmes, weiches Bett zu verlassen und meinen Körper in die viel zu kalte Außenwelt zu erheben. Nachdem ich mich eingekleidet habe, gehe ich erstmal braune Exkremente aus meinem Körper in die Kloschüssel transferieren. Wenn ich damit fertig bin, trete ich meine Reise in die Küche an. Um dort eine andere braune Flüssigkeit herzustellen, ohne die mein ganzes Leben sehr trostlos wäre. Des Weiteren belege ich einige Brote mit Belag, die ich danach zum Frühstück konsumiere, während ich für gewöhnlich YouTube-Videos schaue. Nach dem dritten Video stelle ich fest, dass ich mal wieder zu spät in die Uni komme, weshalb ich dann sehr gehetzt meine 7 Sachen zusammenpacke und mich auf die Socken mache. Nicht, dass ihr euch wundert, meine Haare sind nicht extrem fettig, sondern immer noch ein bisschen nass, weil ich gerade heulend in der Badewanne sitzen und weinen musste. Ja, wir hatten ursprünglich den Plan, eine ernsthafte Morning Routine zu machen, also eine ernsthaft dumme Morning Routine. Und es ist aber doch irgendwie eine sehr dumme Morning Routine draus geworden, die aber doch irgendwo auf Tatsachen beruht. Falls ihr euch wundert, wer das Gesicht da ist, das ist Jojo. Die hat mir geholfen, die hat Kamera gehalten und ich habe sie in meinen Rucksack gesteckt. Schaut doch unbedingt auch mal auf ihrem Kanal vorbei. Also, wenn sie das will, ist hier auf ihrem Gesicht verlinkt, da kann man draufklicken. Außerdem findet ihr hier unten das Video von letzter Woche, hier unten den letzten dummen Sketch. Außerdem solltet ihr natürlich unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann gibt's von mir wie üblich nur the very best wishes for you. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin.